Es zählt sicher zu den beliebtesten Vorstellungen der Kunstgeschichte, dass das Leben sich unmittelbar in der Kunst widerspiegelt und dass die Biografie sich niederschlägt in der Malerei. Das hat sich sehr oft als ein Irrweg herausgestellt. Das hat vermutlich bei Van Gogh genauso wenig gestimmt wie bei Tizian. Aber bei Picasso gibt es tatsächlich eine Phase, in der man ohne den Rückgriff auf ein biografisches Moment vielleicht nicht wirklich erklären kann, was passiert. Dieses Gemälde ist 1902 entstanden und es ist eines der Hauptwerke der sogenannten blauen Periode, der blauen Phase, die dann von einer kurzen rosa Phase abgelöst wird, ehe der Kubismus entwickelt wird. Die blaue Phase ist nicht nur seine erste eigenständige Phase, es ist eine Phase, die wir auch kunsthistorisch eng verankern können in dem Fin de siècle, im Jugendstil. Hat vieles zu tun mit seiner Herkunft aus Barcelona, aber dieses mitternächtliche Blau, dieses mystische Blau, diese Farbe der Melancholie ließe sich wahrscheinlich nicht erklären ohne ein einschneidendes Ereignis. Pablo Picasso, wie er sich seit kurzem nach dem Namen seiner Mutter nennt, Picasso statt Ruiz, nach dem Namen seines Vaters, ist eng befreundet mit Casagemas. Casagemas ist auch etwas finanziell besser gestellt als sein Freund Pablo. Mit ihm reist er nach Paris. Sie lernen dort eine junge, schöne Frau kennen, Germaine, eine Tänzerin. Casagemas verliebt sich in sie und stellt fest, dass er impotent ist. Verzweifelt darüber, damit nicht fertig werden können, versucht er, Germaine zu erschießen, das misslingt, und noch vor ihr im Kaffeehaus, vor seinen Freunden, erschießt er sich selbst, der engste Freund von Picasso. Picasso erfährt davon in Barcelona. Er ist nicht nur erschüttert von diesem Vorgang, sondern er streift von einem Tag auf den anderen geradezu bereits mit dem ersten Bild, dem auf dem Totenbett liegenden Casagemas, das er nach Beschreibungen seiner Freunde anfertigt, die Farbwelt, in der er bis dahin sich gebadet hat, ab und kehrt zu diesem mitternächtlichen, symbolischen, melancholischen Blau zurück. Einem Blau, das jene Einsamkeit, jene Stille, jene Entrücktheit zum Ausdruck bringt, die wir auch in den Motiven selber sehen. Diese Frau zeigt uns ihre Hände nicht, sie hüllt sich eng in diesen Mantel, es mag kalt sein. Es ist ein Tatort eines Cafés gleichsam gezeigt. An dieser nackten weißen Marmorplatte steht obendrauf das berühmt-berüchtigte Absinthglas, das damals zu so viel Alkoholismus, zu so viel Elend geführt hat. Eine Symbolfigur der Einsamkeit, der Verlorenheit, aber es ist kein Aufschrei, da ist kein Protest darin, da ist nichts laut darin, sondern ein sich ergeben diesem Schicksal der Einsamkeit. Insofern ist das kein konkretes Leid, das wir sehen. Es ist keine konkrete Figur. Ja, es mutet sogar geradezu seltsam an, dass wir hier eine Frau sehen, aber die Gesichtszüge ganz deutlich an diesen engsten, so schrecklich zu Tode gekommenen Freund Casagemas erinnern. Auf der einen Seite erkennen wir natürlich sehr wohl noch eine Hell-Dunkel-Malerei, eine Modellierung, durchaus eine Geschichte jenes Illusionismus, die man seit Jahrhunderten anstrebt. Auf der anderen Seite erkennen wir in diesem Lineament, in dieser sehr kurvilinearen Gestaltung, Elemente des Jugendstils, des Fin de siècle. Zum Dritten erkennen wir in dieser Monochromie ein Abkehr von jeglicher Naturnachahmung, von jeglichem Impressionismus, ohne auch nur im Entferntesten den Schritt zu jener Autonomie der Farbwelt zu wagen, den 1905 Matisse und seine Freunde mit den Fauves gehen. Nein, diese Monochromie zeigt, wie sehr Picasso an sich in einer Einfärbigkeit immer wieder die Möglichkeiten sieht, einem Sujet ein zusätzliches Gewicht zu verleihen. Er greift in seiner kubistischen Phase auf ein leichtes Ocker mit Georges Braque zurück. Er wird später dunkelbraun und in der blauen Phase ist es das Blau, das eine Verfremdung und damit letzten Endes auch eine Entfremdung vom Sujet mitbringt. Das ist kein Genrebild. Sujets wie diese konnte man in einer Malerei
der Hard Times, der 60er, 70er Jahre in Manchester, in diesem Realismus und Naturalismus des 19. Jahrhunderts oft finden. Aber es waren immer Genre-Erzählungen. Sie waren von einem Naturalismus durchzogen, dass man gedacht hat, einen Cut, einen Frame eines Filmes vor sich zu haben. Bei Picasso wird aus dem Suchet eine Symbolfigur der Einsamkeit an sich, die letzten Endes den Menschen, den sensiblen Betrachter, mit Gefühlen konfrontiert, die wahrscheinlich jeder kennt und unter denen man leiden mag. Es sei denn, man sieht sie in Kunst. Transformiert, sublimiert durch ein Kunstwerk, werden die schrecklichsten Gefühle, das schrecklichste Leid oder die Einsamkeit zu einem Gefühl, das wir letzten Endes genießen können. Das ist die Paradoxie, die nur ganz hohe Kunst zustande bringt.